Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf dem YouTube-Channel von Error for Computer. Ja, es überschlagen sich ja zurzeit auf Facebook und auf anderen Webseiten, wie zum Beispiel hier auf WinFuture oder auch Chip Online, die Nachrichten zu Windows 9. Ich bin schon so nervös, ich kann schon nicht mehr reden, Leute. Glaubt ihr das? Ja, Windows 9. Na klar, bisher nur die Technical Preview, also so eine allererste öffentliche Testversion. Hier bei winfuture.de steht zum Beispiel, dass die Version in den nächsten Tagen rauskommen sollte, also heute am 30. sogar. Wann genau, weiß niemand, es kann sich plus minus um ein paar Tage handeln. Sollte ich je was mitkriegen, werde ich mir auf jeden Fall die Testversion runterladen und mir das mal anschauen und dafür für euch ein ausführliches Video machen. Ja, es heißt auch in anderen Artikeln, dass es keine 32-Bit-Version mehr geben soll von Windows 9, sondern nur noch eine 64- und eine 128-Bit-Version. Was da der große Unterschied sein wird, lassen wir uns überraschen. Das wäre dann halt langsam aber sicher der Untergang für 32-Bit-Versionen, aber jetzt mal unter uns. Wer hat noch 32-Bit-Windows zu Hause? Ich meine, 32-Bit-Windows, okay, bis 4 GB Arbeitsspeicher, kein Thema. 32 GB reicht, aber wer mehr wie 4 GB drin hat, braucht 64-Bit, da kommt er nicht drum rum. Ja, wir haben hier jetzt auch noch einige Bilder, wie Windows 9 angeblich ausschauen soll. Aber dazu lassen wir uns überraschen und ich mache ein Video, sobald ich weitere Informationen habe und würde sagen, das war's für dieses Video. Bis die Tage. Euer Error for Computer.